Wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, ihr seid schon mit World of Warships auf dem Computer geöffnet. Nun denn, in diesem Video geht es ein bisschen um die Zukunft dieses Spiels, wie wir es wohl in Zukunft aussehen. Auf jeden Fall haben sich schon sicherlich ein paar Leute dafür über Gedanken gemacht, da ja World of Warships mit dem Ende vom Event von Azur Lane, also Kooperation mit Azur Lane, sowie auch mit dem Event der französischen Panzerkreuzer geendet und auch mit dem Beginn von den neuen britischen Schlachtschiffen, die jetzt im Vorabzug da sind, haben sie natürlich einiges geändert. Und das geht eigentlich größtenteils nur die Plus-Prozent-Zahlen für Erfahrung der Schiffe selber, freie Erfahrung, Erfahrungspunkte einfach überall, Kreditpunkte sowie auch Kapitäns Erfahrungspunkte. Denn, falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr natürlich meine zwei letzten Videos angucken. Das eine über das Update ein bisschen generell und das andere wegen den Tarnungen ein bisschen, weil da auch am meisten verändert wurde. Jedenfalls eben mit der Einführung dieser neuen ökonomischen Boni, die man jetzt hier rechts neben der Stats der Schiffe sehen kann. Das wäre hier ganz, ganz oben. Hoffentlich kann man es gut lesen bei der Qualität, die ich aufnehme. Da steht einfach ökonomische Boni und wenn man da draufklickt, hat man hier so eine kleine Extra-Leiste, wo einem schnell, aber einfach gezeigt wird, was das Schiff alles, wie soll ich sagen, was das Schiff alles für Plus-Prozentzahlen hat. Zum Beispiel plus 25 Kredit, wir bekommen ein bisschen mehr Cash mit dem Schiff, 155% Erfahrung des Schiffs selber, 165% Kapitänserfahrung und plus 400% freie Erfahrung, die man nutzen kann, wie man möchte. Deswegen heißt sie auch freie Erfahrung. Ja. Wenn man jetzt auf diese ökologischen Boni-Feld draufklickt, kommt man hier zu dem hier allem, wo man dann genauer angucken kann, was das Schiff eigentlich alles hat. Und wenn ihr World of Warships gerade erst geöffnet habt und doch nicht geklickt habt, sollte überall halt diese grauen Boni installiert sein, sage ich mal. Und die kann man entfernen tatsächlich, was ich bei den meisten Schiffen gemacht habe, weil diese Dinger erstens halt Verbrauchmaterial sind, also nach jedem Gefecht werden sie verbraucht und wenn man hier einfach mal drauf geht mit dem Mauszeiger und mal einmal draufklickt, dann hat man so eine kleine Anzeige und dann kann man sehen, dass man, oh, ich habe nicht von allem unendlich, also das ist halt natürlich ziemlich begrenzt. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, dass, wie man hier sehen kann, die Zahlen, die gehen schon sehr stark absurd nach oben. Wobei ich mich schon wirklich ein bisschen frage, ist das nicht schon zu viel? Also wirklich, lasst euch das auf der Zunge vergehen. Plus 1600 Kapitänserfahrungspunkte. Das ist komplett overpowered. Aber komplett. Ich habe ich habe mir einfach mal ein neues Schiff gegönnt, nämlich die HMS Leander. Weil ich zwar nicht von Anfang an, aber langsam habe ich einfach ein gewisses Interesse an den britischen Kreuzern entwickelt. Und da habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich genug Erfahrung und ich habe auch genug Cash, dass ich mir mal so ein Mid-Level-Schiff holen kann, jetzt zur Stufe 5, Stufe 6, weil diese Schiffe, ab dieser Stufe kann man mit diesen Schiffen auch Kampfaufträge machen und das Zeug dann halt einsammeln. Das geht leider mit Stufe 4 und Stufe 3 Schiffen geht das nicht, sollte einfach noch im Hintergrund. So. Jedenfalls mit dem Schiff
Aber ich will das halt geholt, es ist halt Stock, es hat. Wenn es ladet. Das hat halt hier eben, wie man sehen kann, hat es hier nicht alles Stock, keine Bugverbesserung, Rumpf, ja, sorry, keine Torpedoverbesserung und auch nicht die Verbesserung der Feuerreichweite. Genau. Und da habe ich mir gedacht, also natürlich, das Schiff ist auch ohne Captain gekommen. Ich meine, ich hätte auch auswählen können, nochmal 900.000 dazu zahlen und den Kapitän, schon mal einen Kapitän mit 6 Erfahrungspunkten, Fertigkeitspunkten zu bekommen. Aber ich habe mir dann halt so gedacht, nee, ich spare das Geld, weil ich meine, mit der Zeit, also meine Meinung ist tatsächlich, dass wenn man die Schiffe halt wirklich noch gar nicht kennt, weil zum Beispiel eben mit der Leander habe ich noch gar keine Erfahrung, ich habe auch so keine Ahnung, wie man das Schiff richtig benutzt. Ja, es ist halt nicht der Prinz Eugen, es ist halt ein anderes Schiff. Trotz allem, ich weiß ja nicht, irgendwie habe ich so ein kleines Gefühl für Schiffe mit 4x2 Hauptgeschützen. Aber nun gut. Es ist trotz allem nicht das gleiche Schiff. Die Leander, einfach verglichen mit der Prinz Eugen, wo ich schon lange gewöhnt bin, wie das Schiff funktioniert, wie schnell es ist und so weiter, ist bei der Leander die Geschwindigkeit ein bisschen höher, die Hauptgeschütze, das Kaliber von den Hauptgeschützen ist ein bisschen weiter unten. Es ist nämlich nicht 203 mm, sondern nur 152 mm und die Ladezeit ist auch, naja, 8 Sekunden, muss schon sagen, könnte ich mich schon dran gewöhnen. Aber natürlich ist diese Zeit noch nicht so krass wie bei den Stufe 9, Stufe 10 Kreuzern bei den Briten. Die haben eine Ladezeit von 4,8 und 3,3 Sekunden. Also wollte mich komplett abschießen. Oder? Aber natürlich haben sie dafür natürlich auch wiederum kleineres Kaliber. Das heißt, die machen weniger Damage, aber die können halt die Hauptgeschütze dauerhaft spammen. Und noch mit ein paar Fertigkeitspunkten des Captains und so weiter und so fort können die Hauptgeschütze die ganze Zeit abfeuern. Das ist krank eigentlich, aber ja, deswegen mal fange ich auch bei den britischen Kreuzen auch an, dass ich da auch mal so weit komme. Mein Ziel ist es tatsächlich, fürs erste erstmal zum Stufe 9 Schiff zu kommen. Das wäre nämlich die HMS Neptun, damit ich so ein bisschen Feeling für das bekomme. Und ja, das ist genau das gleiche wie bei den deutschen Kreuzern. Da wollte ich auch die Admiral Hipper, weil wenn mich mal jemand versenkt mit der Prinz Eugen, dann kann ich natürlich einfach sagen, ja, okay, die Prinz Eugen ist weg vom Feld. Ich nehme einfach die Hipper, weil das Schiff ist eigentlich fast genau das gleiche. Das finde ich als so geil darin. Ja, ich weiß, die Admiral Hipper, die hat keine Heilung. Das ist mir durchaus bewusst. Deswegen ist das Schiff eigentlich auch ein bisschen schwieriger, weil die Prinz Eugen, das ist so, die kann dir nochmal richtig den Arsch retten, wenn du wirklich wenig Leben hast. Anyways, eben das Schiff ist neu. Kapitän habe ich ohne Fertigkeitspunkte genommen. Das Schiff selber hat auch selber eigentlich gar keine Erfahrung. Aber eben jetzt mit diesen ökonomischen Bonis habe ich einfach gesagt, gut, ich würde gern auf längere Zeit mit dem Schiff mehr Erfahrung fürs Schiff selber bekommen. Da habe ich eben das Blaue hier verwendet. Also ja, für den Moment nehme ich die Blauen. Und dann, wenn die langsam runtergehen, vielleicht bei 50 oder bei 40, sage ich, okay, ich wechsle zu den Grünen. Und dann kann ich auf eine längere Zeit trotz allem recht viel Erfahrung sammeln mit dem Schiff. Und auch hier für den Anfang habe ich mal das Höchste genommen, weil ich ein paar von denen habe. Und wie gesagt, ich habe jetzt 3 Fertigkeitspunkte bekommen in einem Gefecht. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Es läuft richtig gut bei euch. Ihr macht viele Kills, ihr macht viel Damage mit dem Schiff und stellt euch sogar noch vor, es wäre ein Premium-Schiff. Ihr würdet unglaublich viel rausbekommen. Wie gesagt, absurd viel würdet ihr rausbekommen. Aber wisst ihr, was das Krasseste ist, was ich hier gesehen habe? An Zahl, ne? Wir gehen einfach hier zu freier Farm, ja? Guckt euch das an. Plus 7.200%. Also wie gesagt, wenn es richtig gut läuft, könnte ich hier da bis zu, glaube irgendetwas bis 20.000 freie Erfahrung in einem Scheißgefecht machen, oder? Ich glaube, es geht los, Alter.
Ich glaube, es geht komplett los, aber auch ein Scheiß, Digga. Das ist übertrieben. Aber komplett übertrieben. Ich kann nicht mehr. Aber nun gut. Das habe ich hier ausgelassen, weil das ja hier bei diesem Schiff nicht mein primäres Ziel ist. Nicht zu vergessen, dass wir eben noch hier ein Bonuspaket haben für die Lernenden. Das ist, wie gesagt, also nicht wie gesagt, eigentlich. Was laber ich? Ich verlabere mich die ganze Zeit. Also nochmal von Anfang an. Das Bonuspaket der Leandisch ersetzt die permanente Tarnung für dieses Schiff, da ich schon in zwei Videos, gehen wir mal zu Äußeres, da ich eben schon in zwei Videos das, sagen wir mal, etwas stark betont habe, haben jegliche Tarnungen bei allen Schiffen absolut keine Wirkung mehr. Die Tarnungen sind einfach zu nichts mehr zu gebrauchen, denn die Streuung von 4%, die fällt aus, und dass die Schiffe 3% weniger sichtbar sind, das wird jetzt einfach auf alle Schiffe generell drauf gepackt. Also da muss man einfach nie wieder drauf achten. Deswegen haben jegliche Erfahrungen hier auch absolut nichts mehr. Da sieht man nur, wie viel sie kosten. Und seid euch bewusst, das Schiff sieht zwar vielleicht interessant aus, wenn ihr da irgendeine Tarnung drauf klatscht, aber Wirkung hat sie nicht. Mein Problem, also Problem, was mich genervt hat, ist einfach die permanente Tarnungen. Ja? Tarnungen, die speziell für dieses Schiff sicherlich modelliert wurden, analysiert wurden, dass die wirklich gut aussehen auf dem Schiff. Die kosten immer noch Dublonen. Und das finde ich nicht okay. Diese Tarnungen sollten wenigstens von mir aus, macht ruhig 1 Million Kreditpunkte für diese Tarnungen. Und je höher die Schiffsstufe, desto mehr Millionen. Ist mir egal, macht von mir aus so etwas. Aber nicht Dublonen. Diese Tarnungen sind es nicht wert, Dublonen ausgegeben zu werden. Denn wie gesagt, diese Tarnungen machen absolut gar nichts. Das ist einfach das, was mich nervt. Die sollten nicht Dublonen kosten. Aber okay, nicht so schlimm. Ich muss sie ja nicht kaufen. Ich kann ja sonst irgendeine Tarnung drauf klatschen. Aber trotz allem. Weil, ja, einfach noch kurz zum Zeigen, dass das auch alle gesehen haben. Ich möchte das halt so viele Male betonen wie nur möglich. Hier, die Prinz Eugen. Das Schiff, das ich eigentlich liebe. Das Schiff meiner Träume. Gehen wir auf Äußeres. Dieses Schiff ist ja original mit dieser Tarnung gekommen. Und wo ich das Schiff mir geholt habe, hatte ich eben noch etwas Dublonen übrig. Und ich wollte halt diese zweite Tarnung haben. Nämlich Adler Prinz Eugen. Ebenfalls eine Permatarnung, also das heißt, die wird nicht verbraucht. Weil diese Tarnung eben etwas Spezielles hatte. Sie hatte nicht nur minus 10% Wartungskosten wie die andere Tarnung, sondern auch plus 10% Kreditpunkte. Und diese 10% Kreditpunkte haben relativ einen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt mehr oder weniger Cash mache. Weil wenn ich echt ein gutes Gefecht hatte, habe ich mit dieser Tarnung Adler nochmal richtig fett Cash gemacht. Das war immer ziemlich geil. Aber wie gesagt, Tarnungen haben absolut keine Wirkung mehr, sind absolut nutzlos, deswegen traurig. Aber jetzt habe ich halt tatsächlich meine Dublonen aus dem Fenster geschmissen, weil ich einfach diese Tarnung haben wollte. Aber das ist nicht mal das, was mich richtig nervt. Was mich nervt, ist, dass ich halt zum ersten Mal in meinem gesamten Leben in diesem Spiel hier echtes Geld ausgegeben habe für diese Dublonen, dass ich mir die Prinz Eugen holen kann und damit ich mir auch diese Tarnung holen kann. Also ich habe halt wirklich echt Geld für das verwendet und jetzt ist es weg. Das echte Geld hätte ich für was ganz anderes nutzen können, oder die Dublonen wenigstens hätte ich mir das sparen können, die Tarnung, und hätte mir ein weiteres Schiff holen können. Aber gut, genug von dem. Ich habe schon zwei Videos, wo ich mich unglaublich drüber aufrege, deswegen lasse ich das mal. Und eben, jetzt mit diesem neuen System und so, wollen sie das wieder ausbalancieren. Wobei, wie gesagt, diese Zahlen, ihr habt ja gesehen, plus 7200% und 1600% und so, das sind eigentlich wirklich immer noch absurde Zahlen. Ich weiß echt nicht, wie sie auf so etwas kommen. Sie hätten ruhig ein bisschen weniger machen können, aber dafür mehr Verbrauchermaterial von diesen Bonis.
Aber ja, ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt wirklich nicht, was in den Köpfen abgeht, aber okay. Und ja, so ist es halt und so verbleiben wir auch, würde ich mal sagen. Es gibt halt jetzt absolut keine Möglichkeit mehr, oder fast keine Möglichkeit mehr, die Tarnung, also ein Schiff besser zu tarnen sozusagen. Denn selbst wenn das jetzt nur diese minus 3% war, wo man ein Schiff dann halt etwas später gesehen hat und so, das waren halt wahrscheinlich nicht gerade 1, 2 Kilometer, aber vielleicht halben oder so. Ich würde schon annehmen, dass es tatsächlich halt technisch gesehen doch einen Unterschied macht. Das ist natürlich klar. Aber dass man jetzt das Schiff nur noch via Fertigkeitspunkte des Captains sowie auch nur noch durch eine Modifikation machen kann, nämlich durch diese Modifikation, Tarnsystem-Modifikation, dass man das Schiff nur noch durch diese zwei Sachen tarnen kann, finde ich halt trotzdem noch ein bisschen blöd. Ich finde immer noch, dass die Tarnungen wenigstens von mir aus nur 2% oder 1% weniger als aus allem. Sie hätten die Tarnungen wenigstens, dass sie ja wirklich das machen, was sie eigentlich machen sollen. Das hätten sie lassen können. Aber gut. Und ja, die Zukunft sieht auf jeden Fall interessant aus. Das mit den Tarnungen, das lässt sich wohl halt nicht ändern. Traurig, aber wahr. Das bin ich gespannt. Durch Events und so weiter und so fort, sowie auch Container, tägliche Container, wo man dreimal am Tag einen Container holen kann, dass man sich jedenfalls durch diese Sachen, dass man hier trotzdem noch von diesen Bonis bekommen kann und die Stats oder jedenfalls von was man am meisten haben möchte, dass man das halt jetzt relativ gut regulieren kann und dass man jetzt halt hier nicht die ganze Zeit durch Fahnen und Tarnungen suchen muss, welches ist die beste Kombination und so. Denn falls ihr noch nicht wusstet oder noch nicht gemerkt habt, bei den kleinen Fähnchen, bei den Signalen, haben sie auch die anderen weggenommen, die eben Erfahrung und so weiter hinzugefügt haben. Und das ist halt wirklich alles in diese ökonomischen Boni reingeflossen. Also alle Fahnen, also denkt nicht, die sind natürlich, die denkt nicht, die werden einfach weg, ne? Diese Fähnchen, eben für Erfahrung, Kapitänserfahrung und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich alles in diese Boni reingeflossen. Also wenn ihr wirklich viele Fahnen hattet, dann habt ihr auch viele ökonomische Boni. Und so wie ich gesehen habe, habe ich tatsächlich ein paar gute gehabt, weswegen ich auch hier ein paar von diesen ökonomischen Bonis habe, weswegen ich für manche Schiffe halt einen richtig heftigen, großen Kopfstart machen kann, wenn ich mal schnell ein paar Fertigkeitspunkte brauche beim Captain oder das Schiff selber Erfahrung braucht. Naja, und ich würde sagen, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Zum kleinen Fazit. Es ist auf jeden Fall etwas sehr Interessantes und etwas im Spiel selber weltbewegendes, würde ich mal sagen. Erfahrungspunkte und so kann man jetzt nicht mehr wie vorhin sammeln oder wie manche sagen regulär, sondern jetzt auf, sagen wir mal, noch einfacheren Weg. Neue Spieler werden sich wohl ein bisschen daran gewöhnen müssen, vielleicht ein bisschen warten müssen, dass sie vielleicht noch gar nicht so viele Bonis haben oder vielleicht sogar noch gar keine. Ich weiß ja nicht, wie das so ist mit neuen Spielen. Aber auch neue Spieler werden wahrscheinlich mit der Zeit ein paar bekommen und ja, ich glaube, neue Spieler, die haben es vielleicht sogar besser, weil sie dann halt direkt mit dem anfangen und nicht wie wir ältere Spieler, die halt einfach das alte System kennen und uns halt sehr an das gewöhnt sind und dann halt irgend so ein neues System kommt und dann müssen wir uns eigentlich auch mal erst dran gewöhnen, weswegen neuere Spieler, die werden von Anfang an dran gewöhnt
Aber es kann vielleicht auch sein, dass die neuen Spieler verwirrt sind, wenn sie vielleicht von YouTube-Videos hierher gekommen sind. Kann es sein, dass sie vielleicht verwirrt sind, weil sie sich denken, ja, okay, aber das sah im YouTube-Video aber ganz anders aus als hier. Ja, das wird wahrscheinlich für die ersten paar Wochen so passieren, würde ich jetzt annehmen. Denn das ist mir auch schon mal passiert. Ich wollte ein Spiel spielen, ich habe so ein Video gesehen auf YouTube, wollte das Spiel spielen. Aber dann war es doch ein bisschen anders, bis ich gecheckt habe, ah, sie haben ein bisschen rum geändert, aber eigentlich ist es immer noch das gleiche Spiel. Ah, so. Ja. Und auf jeden Fall so wird die Zukunft aussehen. Hoffentlich werden immer noch sehr, sehr viele Leute dieses Spiel beitreten, denn es ist immer noch ein Spiel, das ich eigentlich selber halt wirklich ziemlich feiere. Es ist wahrscheinlich das halt wirklich nächst beste Spiel, wenn es um Thema Schlachtschiffe oder einfach allgemein Kriegsschiffe geht. Dieses Spiel hat einfach unglaublich viele Schiffe. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile über 600 Schiffe im gesamten Spiel. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ich kann auch gerade selber eher schlecht nachgucken, denn ich hatte eigentlich eine Modifikation installiert, die mir alle Premium-Schiffe und alle spezielle Schiffe gezeigt hatte, die es im Spiel gibt. Und das kann mir auch anzeigen, ob neue Schiffe kommen oder nicht. Oder was für neue Schiffe kommen. Da steht dann einfach soon, also bald. Aber diese Modifikation ist in Bearbeitung, weswegen ich sie bedauerlicherweise nicht nutzen kann. Also so wie auch ganz viele andere Modifikationen, die sind auch in Bearbeitung, weswegen das hier ein bisschen anders aussieht als normalerweise, weil hier habe ich ja auch eigentlich immer eine Leiste gehabt mit Modifikationen, Verbrauchermaterial, Tarnung, Flaggen und so weiter und so fort. Alle wichtigen Informationen, bevor man ein Gefecht anfängt, hatte ich dort eben genau diese Modifikation, die fehlt. Das ist ein bisschen blöd. Aber nun gut. Ich würde sagen, das, was wir hier finden, auf uns zu gucken. Ich bin trotz allem gespannt und schaue voraus. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin gespannt, wie es auch in der Zukunft weitergehen wird. Ob es da wieder weitere Veränderungen geben wird oder eben nicht. Ich hoffe mir einfach für die Zukunft, dass die Tarnungen einfach wenigstens, wenn schon mindestens eine gute Verwendung haben. Dass die vielleicht nochmal ein bisschen extra Bonus geben, aber dafür werden Tarnungen seltener oder teurer oder was auch immer. Aber ich wünsche mir einfach wirklich, dass die Tarnungen einfach das tun, was sie sollten, auch wenn es vielleicht wenig ist. Wie gesagt, 1, 2% ist mir absolut egal, aber wenn da wenigstens ein bisschen was draufsteht, würde mich schon sehr glücklich machen. Danke Leute, euer Edgefan, einen fantastischen Tag und Tschüssikowski.